Hallo Leute, ich heiße euch willkommen zur dritten Folge meiner Rückblickreihe als Podcast. Ich blicke zurück auf die Spiele in meiner Sammlung und arbeite so nach und nach mein Pile of Shame ab. Dabei nehme ich euch mit auf eine akustische Reise in die Spielwelten vergangener Tage. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rückblick auf den Spielemonat 12/2001. Diesen Monat fangen wir an mit Giant Citizen Kabuto in der PlayStation 2 Fassung. Erschien am 15.03.2002 und entwickelt von den Planet Moon Studios. Es handelt sich dabei um eine Konvertierung vom PC, die technisch zwar nicht so bombastisch daherkommt wie das Original, dafür aber ein paar Änderungen im Gepäck hat, die diese Fassung trotzdem interessant macht. Und ich finde Giants für die PS2 super! Es ist ein richtig unterhaltsamer Third-Person-Shooter, auch wenn die Technik nicht ganz vorne dabei ist. Sowohl Grafik als auch Gameplay konnten mich genug überzeugen, um länger am Ball zu bleiben. Dazu sei gesagt, das Spiel besteht aus drei unterschiedlichen Abschnitten, die sich teils deutlich voneinander unterscheiden. Da ich die meisten Spiele für den Rückblick aber nur anspiele, kann ich euch lediglich vom Einstieg mit den sogenannten Macarines berichten. Und dieser Einstieg ist ein herrlich unkomplizierter, actionreicher Farbenrausch mit sehr bemühtem Humor. Leider klappt in der Synchronisation des Spiels das Timing der Sprachausgabe nicht immer hundertprozentig, wodurch die eh schon nicht besonders witzigen Dialoge noch weniger lustig rüberkommen. Weißt du, ich suche einen Freund der Verschwundenen. Was zur Hölle ist das? Was? Ach, die Dinger! Das sind Wachsfiguren von hängenden Smarties. Die Sea Reaper versuchen uns Angst einzujagen, um uns von unserer Insel zu vertreiben. Was sie nicht wissen, ist, dass wir schon sehr lange hier leben seit... Atmet! Was? Diese Smarties sind echt! Wie so oft hat das Spiel dadurch aber für mich einen gewissen trashigen Retro-Charme, weshalb es mich nicht besonders stört. In Sachen Gameplay geht es dann nämlich nach einem etwas konventionellen Einstieg richtig flott zur Sache. Wir spielen Bass, den Anführer der Macarines, die eigentlich mit ihrem Raumschiff unterwegs waren, um Urlaub zu machen. Doch einen Absturz später finden sie sich mitten in einem kriegerischen Konflikt auf einem fremden Planeten wieder. Natürlich unterstützen die Macs sofort die unschuldigen, aber dafür unfassbar dämlichen Smarties bei ihren Problemen. Als Gegenleistung statten diese sie dann mit neuen Waffen und Ausrüstungsgegenständen aus. Endlich! Und sie hören endlich auf zu faulenzen! Befreien sie High Village! Das Dorf wurde schon wieder von Zaphos Leuten erobert! Verdammt! Es liegt viel zu hoch! Außerdem müssen wir diesen Board Joycey finden! Hey, sagen Sie Ihrem Affen, er soll nicht mehr heulen! Dafür ist doch das hier da! Das ist ein Nitro von Timmy für Ihre Jetpacks! Los jetzt, Bewegung! Gleich in einer der ersten Missionen heißt es, mehrere Smarties aufzufangen, die gerade dabei sind, von einer Klippe zu stürzen. Dank Jetpack kein Problem für den guten Bass. Eine Mission weiter heißt es dann, sich in eine gegnerische Basis einzuschleichen. Hierfür bekommt man die sogenannte Busch-Tarnung, mit der man, wie der Name schon sagt, sich in einen Busch verwandeln kann. Mit ihr kann man sich dann an den Wache haltenden Scharfschützen vorbeischleichen. Aber schon kurz danach gibt es wieder pausenlose Third-Person-Shooter-Action, wo man mit knalligen Waffen so richtig aufräumen kann unter den Gegnern. Auch wenn die Zwischensequenzen kein komödiantisches Highlight darstellen und die Handlung an sich nicht wirklich vertrackt ausgedacht wurde, so sind die vielen Einspieler dennoch eine nette Belohnung zwischen der actionbetonten Ballerei. Da man im Gegensatz zum PC jederzeit speichern kann, hält sich auch der Schwierigkeitsgrad in Grenzen. Nach jeder größeren Ballerei legt man einfach einen Speicherpunkt an. Die Missionen mit den Macarines, die ich gespielt habe, waren jedenfalls richtig abwechslungsreich und haben mir richtig gute Laune bereitet. Mit mehr Zeit hätte ich richtig Lust gehabt, weiterzuspielen, um zu sehen, was sich die Entwickler noch für weiteren Schwachsinn ausgedacht haben. Und vor allem hätte ich gerne noch gesehen, wie sie die anderen beiden Teile des Spiels umgesetzt haben. Denn nach den Macarines steuert man noch die Sea Reaper Prinzessin Delphi, um dann zum Abschluss in die Haut des namensgebenden Giganten Kabuto zu schlüpfen. Mal sehen, vielleicht kehre ich irgendwann nochmal zu Giant zurück.
Jetzt weiß ich ja, dass die PS2-Umsetzung echt gelungen ist. Ah, herrlich. Prost, Jungs. Sagen Sie mal, was ist hier eigentlich los? Och, das ist nur das monatliche Opfer für Kabuto. Hört sich schmerzhaft an. Und wer ist der Unglücksrabe? So ein kurzer namens Timmy. Als nächstes auf meinem Stapel liegt hier Burnout von Criterion. Erschienen am 16.11.2001. Der erste Teil der langlebigen Rennspielreihe. Selbst war ich seinerzeit mit Teil 2 eingestiegen und fand diesen sehr gelungen. Die feilschnelle Grafik war damals echt beeindruckend. Die nachfolgenden Teile haben mich immer interessiert, aber ich kam nie dazu, einen weiteren zu spielen. Teil 1 habe ich nun ins Laufwerk meiner PS2 geschoben, um zu schauen, wo und wie die Reihe ihren Anfang genommen hat. Das Einzige, was ich noch von den Tests jener Zeit in Erinnerung hatte, dass das Spiel sehr schnelle Rennaction bieten soll und die Grafik sehr starkes Kantenflimmern haben soll. Und meine Güte, flimmert das. Ich kenne ja das typische Flimmern von PS2-Spielen, aber Burnout ist so flimmerig, dass ich teilweise den Verlauf der Strecke nicht richtig erkennen konnte. Zumindest am Anfang. Man kann sich daran gewöhnen, aber richtig schön wird es nie. Für Burnout gilt ganz besonders, wenn ihr es heute spielen wollt, schmeißt den Emulator an und dreht die Auflösung hoch. Denn die weitläufigen Strecken sind richtig schick geworden und kommen fantastisch zur Geltung, wenn man das Geflimmer heute dank moderner Emulation umgeht. Aber die ganz große Stärke der Grafik, damals wie heute, ist ihre Geschwindigkeit. So schnell wie Burnout sind nur wenige Rennspiele. Und darauf verlässt sich das Spiel auch, denn weitere hervorzuhebende Merkmale besitzt es nicht. Burnout 1 ist eine absolut pure Erfahrung, in der alles dem Prinzip der absoluten Geschwindigkeit untergeordnet wurde. Es gibt nur wenige Strecken, die sind aber dafür immerhin ziemlich lang und können in beide Richtungen befahren werden. Auch die Fahrzeugauswahl ist sehr klein ausgefallen und umfasst gerade mal 9 Autos. Und bei den Spielmodi gibt es ebenfalls nicht viel zu holen. Die Meisterschaft macht dabei den Kern aus, in der aber nur ein paar Fahrzeuge freigeschaltet werden können. Vom Spielumfang würde ich sagen, ist Burnout eine etwas zu groß ausgefallene Demo. Als zusätzliche Schwierigkeit neben den KI-Gegnern kommt der normale Straßenverkehr dazu. Dem Verkehr im Geschwindigkeitsrausch auszuweichen und so immer nur knapp einem Unfall zu entgehen, das macht das prototypische Spielgefühl von Burnout aus. Wenn man erstmal angefangen hat, mit Vollgas auf die Strecke zu gehen und dabei immer nur knapp dem Verkehr ausweicht, dann fängt das Herz automatisch an zu rasen. Man umklammert den Controller und fängt an, sich unfassbar zu konzentrieren. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Ui, das war knapp. Und dann plötzlich kommt ein anderes Auto, wie aus dem Nichts, und es macht BAM! Alles kommt zum Halt und wir sehen den fürchterlichen Unfall, der allerdings noch nicht ganz an die Zerstörungsorgien späterer Teile heranreicht. Die wertvollen Sekunden, die man bei einem solchen Unfall verliert, tun einem in der Seele weh und man verflucht diese idiotischen KI-Sonntagsfahrer. Diese beschriebenen Gefühlsausbrüche und die Anspannung vermittelt Burnout über den kompletten Verlauf eines Rennens. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein einzelnes Rennen kann dabei verglichen mit anderen Rennspielen richtig lange dauern. Um die 6 Minuten kann man für ein einfaches Rennen schon mal einplanen. Später gibt es dann noch die sogenannten Marathonrennen, die sogar noch länger dauern. Und außer ganz am Anfang der Meisterschaft muss jedes Rennen eines Wettbewerbs, welche aus je 3 Strecken bestehen, gewonnen werden. Dank klassischer Gummiband-KI kommt da natürlich schnell Frust auf. Gerade bei einem Spiel, wo dank des Straßenverkehrs alle Nase lang unvorhergesehene Dinge passieren. Zack, kurzer unvermeidbarer Crash und schon ist die ganze Meisterschaft im Arsch. Man kann wirklich noch so gut fahren. Wenn man mit Vollgas über eine Kreuzung brettert und ein LKW blockiert gerade die ganze Fahrbahn, da gibt es einfach nichts mehr zum Ausweichen. Wenn einem das kurz vor Schluss passiert, nachdem man minutenlang perfekt durch den Verkehr geschlängelt ist, dann will man das Gamepad einfach nur noch an die Wand pfeffern. Oder eine sonstige Übersprungshandlung.
Wer aber den puren Burnout-Kick ohne sonstige Gameplay-Extras sucht, der ist auch heute noch mit Burnout 1 gut bedient. Ich hatte in meiner Anspiel-Session dank des tollen Geschwindigkeitsgefühls und dem Straßenverkehr einen sehr unterhaltsamen Adrenalinkick. Wow! Einfach nur wow! Ich hätte nicht gedacht, dass mich Civilization 3 derart vor den Monitor bannen würde, als ich es für den Rückblick installiert hatte. Der dritte Teil, entwickelt von Firaxis und erschienen am 01.03.2002, hatte mich eigentlich immer kalt gelassen. Bis jetzt. Dabei bin ich Civ-Spieler der ersten Stunde. Eines meiner allerersten Spiele für den PC war das Ur-Civilization für meinen 386er DOS-PC gewesen. Aber es hat mich danach nie mehr besonders gereizt, nach Teil 1 nochmal in einem der Nachfolger eine ähnliche Erfahrung zu machen. Jetzt für die Rückblickreihe habe ich mich nun an den dritten Teil konzentriert rangesetzt und bin einfach perplex, wie viel Zeit ich in dieses Spiel investiert habe. Ruckzuck war das alte Zeitfresserphänomen von nur noch eine Runde wieder da und ich spielte wie im Rausch. Wollte nicht mehr essen oder sonstige Haushaltspflichten erledigen. Nur noch eben die eine Stadt an der Grenze zu den Azteken gründen. Nur noch auf den Bau des nächsten Weltwunders warten oder meine Städte gegen diese blöden Engländer verteidigen. Und schon waren viele Stunden am Stück vergangen. Ich habe 2 komplette Partien auf kleinen Karten durchgespielt und mich wirklich wesentlich länger mit dem Spiel beschäftigt, als ich ursprünglich geplant hatte. Und jede Menge Spaß dabei gehabt. Civilization 3 vereint das klassische Spielprinzip der Vorgänger und reichert es mit sehr guten Neuerungen an, wie den eingeblendeten Grenzen des Reiches, die sich am Kulturstatus der eigenen Nationen ausrichten. Das verstärkt das Konkurrieren mit den Gegnern ungemein, weil man ganz klar die jeweiligen Einflussbereiche sehen kann. Und wenn die Stadt einer anderen Nation zu einem wechselt, weil sie von der Kultur unserer Nation so begeistert ist, dann ist das für mich ein wesentlich befriedigenderes Gefühl, als die Stadt militärisch einzunehmen. Bestärkt wird das Ganze dadurch, dass Krieg zu führen wesentlich schwieriger geworden ist als in den Vorgängern. Eine feindlich eingenommene Stadt ist zum Beispiel erstmal mehrere Runden lang richtig angepisst, weil die Bevölkerung natürlich nicht einfach so ihre ursprüngliche Nationalität aufgeben möchte. Um die Aufstände niederzuschlagen, muss man bewaffnete Truppen vor Ort lassen. Spielkonzepte wie Korruption und Unzufriedenheit spielen hier ebenfalls eine wichtige Rolle. Städte, die weit von der eigenen Hauptstadt entfernt sind, funktionieren zum Beispiel wesentlich ineffizienter, weil sie sich weniger dazugehörig zur eigenen Nation fühlen. Verbessern kann man dies wie üblich durch Infrastruktur, indem man die Städte zum Beispiel durch Straßen oder Häfen verbindet. Letztlich haben diese Änderungen zur Folge, dass man nicht einfach Stadt um Stadt gründet und dann beim Gegner einfällt. So wie es noch eine sehr valide Strategie in Teil 1 gewesen ist. Für mich hat sich dadurch das Spielgefühl in eine sehr angenehme Richtung verschoben, da es nun viel sinnvoller ist, im Frieden mit den anderen Nationen zu leben. Auf den kleinen Karten, die ich gespielt habe, ist relativ schnell alles Land besiedelt. Neue Städte bekommt man dann nur noch, wenn man sie einer anderen Nation wegnimmt. Wenn man technologisch nicht überlegen ist und so keine übermächtigen Einheiten hat, ist das ein sehr schweres Unterfangen, da man die Produktion seiner Städte voll auf Krieg umstellen muss. Am besten auch noch gleich eine weniger effiziente Staatsform wie den Despotismus, damit die Bürger gegen den Krieg nicht revoltieren. Kultureller Fortschritt ist so nur noch schwer bis gar nicht möglich und das Wachstum der eigenen Städte kommt beinahe zum Erliegen. Auch weil ständig Gegner durch das Land marschieren und die Baueinheiten entweder vertreiben oder gar gefangen nehmen. Nicht zu vergessen das fürchterliche Brandschatzen. Es macht einen einfach fertig, wenn die Gegner innerhalb einer Runde eine Eisenbahnschiene zerlegen, welche die eigenen Arbeiter vorher über mehrere Runden mühsam aufgebaut haben. Krieg ist in Civilization 3 nicht schön. Vielleicht, wenn man seine ganze Kapazität auf die Kriegsführung legt und mit einer entsprechenden expansionistischen Nation spielt, aber für mich war Krieg einfach nur schlimm. In der einen Partie zum Beispiel haben die Azteken und die Römer auf dem Kontinent, auf dem ich auch beheimatet war, um eine Küstenlinie gekämpft. Ich selbst war mit der Ausbreitung meiner Nation im Hintertreffen. Auch wenn alles sehr gut ausgebaut war, bin ich doch Runde für Runde zurückgefallen, weil die anderen einfach über mehr Platz verfügten.
Daher musste ich meine Chance nutzen und habe in den Konflikt eingegriffen, um die Städte auf meinem Kontinent für mich einzunehmen. Frei nach dem Motto, wo zwei sich streiten, freut sich ein Dritter. Also ich. Haha! Doch leider gab es einen vierten. Die Engländer. Sie nutzten ihre militärische Stärke, um die gerade von mir eroberten Küstenstädte anzugreifen. Und so waren die nächsten Jahrzehnte ein harter Verteidigungskampf. Zuerst versuchten sie es mit Landeinheiten gegen mich vorzugehen. Dort konnte ich sie mit technologisch ebenbürtigen Einheiten aber gut zurückschlagen. Doch dann wechselten sie leider ihre Strategie und besannen sich auf ihre überlegene Seestreitmacht. Ein kompletter Küstenstreifen wurde von ihnen mit einem Bombenhagel vom Meer aus eingedeckt und ich hatte keine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren, da ich den Ausbau meiner Marine sträflich vernachlässigt hatte. Am interessantesten fand ich, dass ich eine Runde vor Kriegsausbruch versucht habe, ein gespeichertes Spiel zu laden, um die Engländer durch Verhandlungen friedlicher zu stimmen. So bot ich Gold, Handelswaren und Technologie, um ihre Kriegslust zu besänftigen und sie vom Einmarsch auf meinen Kontinent abzuhalten. Die Antwort jedoch war niederschmetternd. Sie sagten, "Well, my dear, das passt nicht in unsere aktuellen Pläne." In dem Moment hat es das Spiel wirklich geschafft, mich glauben zu machen, es nicht mit einer einfachen Computer-KI zu tun zu haben. Jetzt war es persönlich. Diese raffgierigen Engländer wollten den Krieg um jeden Preis. Und den sollten sie auch bekommen. Kampflos wollte ich mich nicht ergeben. Auch für sie war der Kampf gegen mich bestimmt kein Spaß. Die ganzen Schiffe und Einheiten, die sich an meiner Küste aufrieben, bremsten auch ihre Entwicklung nachhaltig aus, weil sie es nicht schafften, auch nur eine Stadt zu erobern. Am Ende, Jahrzehnte später, schlossen wir dann einen Friedensvertrag und gingen wieder unserer Wege. Niemand hatte gewonnen, beide verloren. Am Ende gewannen die Azteken die Partie, weil sie ein Raumschiff nach Alpha Centauri schickten. Wie seine Vorgänger ist auch Civilization 3 ein Spiel für die einsame Insel. Es ist gar nicht mal so komplex und bietet durch seine verschachtelten Systeme gerade so viel spielerische Möglichkeiten, dass jede Partie ihren eigenen Charme entwickelt. Sei es durch die Wahl der Spielstrategie mit seinen unterschiedlichen Siegbedingungen, die Eigenarten der gewählten Nation oder die tolle übersichtliche Steuerung. Die Einarbeitung dauert nicht lange und bietet im fortgeschrittenen Spiel viele Nuancen, die man entdecken kann. Für mich ist Civ 3 eine richtige Entdeckung innerhalb meiner Spielesammlung gewesen. Nie hätte ich gedacht, dass ich nochmal so viel Spaß haben würde mit einem Civilization, wo ich ungeduldig auf die Zeitfenster am Tag warte, um endlich wieder spielen zu können. Wo ich schon, während ich mit anderen Dingen beschäftigt bin, meine nächsten Züge plane, um mein Reich weiter auszubauen. Toll, toll, toll. Nach so viel Strategie hatte ich Lust auf Abenteuer in fernen Fantasy-Reichen. Pool of Radiance Ruins of Mistrannor von den Stormfront Studios und erschienen am 30.11.2001 kam mir da gerade recht. Ein Rollenspiel in klassischer isometrischer Perspektive und ganz vielen rundenbasierten Kämpfen. Lasst uns beginnen. Neuflan. Im Jahre des Panzerhandschuhs. Vor 10 Sommern kämpften in dieser Stadt mächtige Helden gegen das Böse. Hier, in dieser Höhle, besiegten sie einen grausamen Gegner. Und sie zerstörten den seelenverzehrenden Pfuhl der Verdammnis. Pool of Radiance wurde in den Zeitschriften jener Zeit in den Vorschauberichten gerne als Konkurrent zu den Rollenspielen mit der Infinity Engine dargestellt. Also Baldur's Gate 1 und 2, Icewind Dale sowie Planescape Torment. Doch nichts könnte falscher sein. Ich glaube, dies ist auch der Grund, warum es in den Bewertungen und Verkäufen so schlecht abgeschnitten hat. Denn Pool of Radiance ist im Vergleich zu den Infinity Engine Spielen ein deutlich, deutlich langsameres Spiel. So laufen die Kämpfe schon mal nicht in schnellen, pausierbaren Echtzeitkämpfen ab, sondern in einem viel behäbigeren, rundenbasierten Kampfsystem, das auf den Initiativewerten der Charaktere beruht. Und wo gerade Planescape Torment mit einer fantastischen Spielwelt, Story und Charakteren gepunktet hat, gibt es in Pool of Radiance eine gesichtslose Party, die einzig und allein durch ihre Klassen und damit verbundenen Fähigkeiten Eigenständigkeit entwickelt. Es will eben eine spirituelle Fortsetzung zu den früheren Goldbox-Spielen von SSI sein, die das Spiel auch in Auftrag gegeben hatten,
dann aber während der Entwicklung von Ubisoft aufgekauft wurden. Die Goldbox-Titel haben dabei versucht, die klassische Rollenspielerfahrung von Dungeons & Dragons am Tisch mit Freunden auf den PC zu übertragen. Also Charaktergenerierung durch Würfeln und sich dann durch Dungeons schlagen, um Schritt für Schritt im Level aufzusteigen und irgendwann den Boss am Ende zu besiegen. Und genau das bietet Pool of Radiance Runes of Mistdrenna. Zu Beginn des Spiels können wir uns eine Party aus 4 Helden zusammenwürfeln oder auf Vorgefertigte zurückgreifen. Mit dieser werden wir dann direkt in die Spielwelt reingeworfen, in der ein neuer Pool des Bösen in Neuflan erwacht ist und versiegelt werden muss. Unsere Truppe ist dabei nicht die erste, sondern die zweite Wahl, da der erste Heldentrupp bereits gescheitert ist. Das Spiel beginnt in einer recht schicken Oberwelt mit vorgerenderten Hintergründen, aber 3D-beschleunigten Charaktermodellen. Sogleich wird viel gekämpft und nach kurzem Hin und Her bekommen wir auch schon das Passwort, um den ersten großen Dungeon des Spiels betreten zu können. Und der ist wirklich gigantisch und muss auch mehrmals wieder betreten werden, da dieser nicht einfach linear durchlaufen wird, sondern gleich mehrere Geheimnisse birgt. So viel sei verraten, in meiner Anspiel-Session habe ich keines davon lösen können. Wer auf die Charakterentwicklung von Dungeons & Dragons steht, also langsame Progression, das komische Ausruhen, um Lebenspunkte zu generieren und Zaubersprüche zu merken, sowie das ständige Danebenschlagen der Helden in der Anfangsphase, der kann hier durchaus einen genaueren Blick riskieren. Die Spielerfahrung ist in der von mir beschriebenen Hinsicht sehr pur, darauf ausgelegt, mit seiner Heldentruppe loszuziehen, Kämpfe zu schlagen und eine ganz langsame Progression in der Charakterentwicklung zu haben. Dafür werden endlose Gänge in kargen Dungeons erforscht, was echt harte Arbeit ist. Ich kann durchaus die Faszination dahinter sehen und bin dem auch selbst nicht ganz abgeneigt. Gerne würde ich die größeren Gegner im weiteren Spielverlauf sehen und würde dann die mächtigeren Talente meiner Heldengruppe einsetzen. Aber leider ist mir das dann doch zu zeitaufwendig. Für Pool of Radiance, Ruins of Mistdrenna benötigt man die Ruhe und Zeit eines Zen-Meisters. Alles ist behäbig und dauert länger als nötig. Es hat daher seinen ganz eigenen Reiz und belohnt den Ausdauernden. Ich atmete kühle, reine Luft. Tränen stiegen mir in die Augen. Hinter einem schimmernden Horizont schwebte der orange-rote Feuerball der Sonne. Sonnig. Das war das neueste Modewort. Ich verstand jetzt, was es bedeutete. Und gerade als ich meine Hand nach dem Feuerball ausstreckte, kreischte eine Uhr. Eine Stimme dröhnte. Simulationsraum S23, Ihre Zeit ist zu Ende. Bitte begeben Sie sich zur Schnelldekompressionszone. 2 Stunden später saß ich wieder am Steuer der Succubus und ließ die Vergnügungszentren des malaiischen Archipels hinter mir. Das Nanogewebe des Pilotensessels massierte meine Muskeln. Ich beschleunigte auf vollen Depot. Aquanox von Massive Development erschien am 30.11.2001 und Nachfolger des technisch beeindruckenden Schleichfahrt hat mir beim Anspielen leider einiges an steuerungstechnischen Problemen bereitet. So hatte ich eigentlich vorgehabt, meinen guten alten Thrustmaster Joystick für dieses Spiel zu entstauben. Doch Plug and Play hat leider gar nicht funktioniert, da die wenigen Knöpfe und nicht mal die Joystickbewegungen automatisch konfiguriert wurden. Lediglich das Neigen bzw. seitliche Drehen wurde automatisch erkannt. Und das Menü für die Einstellung ist leider alles andere als intuitiv, da es verschiedene Menüs für die Knopfbelegung und Bewegungsrichtungen gibt, so dass man ständig am Durchschalten ist. Dazu muss man sich auch noch mit der Intensität der Stickbewegungen auseinandersetzen, wofür man dann immer wieder aus dem Spiel heraus zurück ins Hauptmenü wechseln muss. Unangenehm. Mit der Maussteuerung ist es übrigens nicht viel besser, da man auch hier an der Sensibilität rumschrauben muss, um vernünftig zielen zu können. Diverse Einträge in Foren zeigen, dass es nicht nur mir so ging. Echt schade. Steigt man dann in die Kampagne ein, wird man erstmal vom Helden des Spiels, Deadeye Flynn, zu Tode gequatscht. Das soll sicherlich dafür sorgen, dass man sich in die Unterwasser-Sci-Fi-Welt einfühlt und als Überleitung der Story aus dem Vorgänger Schleichfahrt dient,
aber das hätte man bestimmt besser lösen können. Zum Beispiel mit einer optionalen Textzusammenfassung aller Was passierte im Vorgänger. Dann hätte man im Spiel gleich in die Handlung einsteigen können und müsste sich nicht das ganze Expositionsgeschwafel anhören. Zumal der Plot im Grunde super simpel ist. Flynn geht in eine Kneipe und sein Boot wird geklaut. Nun muss er Anfängerjobs in einem schlechten Boot annehmen, um so langsam wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe von deinem Missgeschick gehört. Sie haben dir die Succubus gleich nach dem Andocken gekapert. Mann, ja, ja. Ich hol sie mir wieder. Und dann... Spaß dir. Perry hat's mir schon eindringlich geschildert. Wie steht's an der Front? Sie werden weniger. Es gibt aber immer noch genug Bionten, um mir den Schlaf zu rauben. Vorschlag. Du bekommst von mir einen rasanten, wasserfressenden Hightech-Flitzer. Dafür brauchst du nur etwas, Biontenöl wegzupusten, der um die Habitate schwimmt. Die Missionsbeschreibung wird leider auch wieder in super geschwätzigen Dialogen mit Charakterporträts präsentiert, die zwar das Unterwasserkolorit ganz gut einfangen, mich aber trotzdem schnell so sehr gelangweilt haben, dass ich sie schon nach der zweiten Mission angefangen habe, wegzuklicken. In den Missionen sieht das Spiel dann gleich viel besser aus. Das Gefühl, unter Wasser zu sein, stellt sich sofort ein und gleichzeitig ist alles farbenfroh mit cooler Unterwasserarchitektur und Lichteffekten. Grafisch ein wirklich hübsches Spiel, auch heute noch. Wie zu Anfang gesagt, haben mich die Steuerungsprobleme aber leider ziemlich rausgerissen. So wollte bei Aquanox der Spielspaßfunke nicht so richtig überspringen. Story, Steuerung, Spieleinstieg, alles ist mir einfach zu mühsam, um noch mehr Zeit zu investieren. Jetzt markiertes Ziel angreifen. Flint, ich will ja nicht drängeln, aber der Frachter schmiert gleich ab. Beeil dich! Ich bin Kenji vom Schlangenclan. Und mein Vater brachte Unheil über die Welt. Die Horden zerstörten, was immer sich ihnen in den Weg stellte. Da sammelte er den Clan um sich und floh in Süden. So rettete er die wenigen, die er retten konnte. Er wusste nicht, dass die Horden nur der erste von vielen Feinden waren, welche den Schlangenclan heimsuchen sollten. Er konnte nicht ahnen, dass seine Nachfahren ohne die führende Macht des Auges schwach und schlecht werden würden. Hatte er angesichts der Horden überhaupt eine Wahl? Im Jahr 2001 war die Welt für Echtzeitstrategen noch in Ordnung. Neue hochkarätige Genrevertreter mit richtig viel Produktionsaufwand erschienen geradezu am laufenden Band. Battle Realms von Liquid Entertainment ist einer davon. Im Marketing wurde es mit dem Entwicklernamen Ed Castillo beworben, einem der Command & Conquer Entwickler. Da schnalzt der Echtzeit-Fan doch direkt mit der Zunge. Also, damals zumindest. Battle Realms spielt in einem Fantasy angehauchten japanischen Setting und ist ein wirklich sehr interessantes Echtzeit-Strategiespiel, da es einige Dinge anders macht als seine Konkurrenten zu jener Zeit. So ist schon mal die Zahl der Einheiten deutlich reduziert. Mehr als 40 Einheiten pro Seite befinden sich nie auf dem Schlachtfeld. Und alle generieren sich aus der gleichen Ressource. Bauern. Es werden nämlich keine Einheiten in Gebäuden generiert, sondern lediglich Bauern zum Trainieren geschickt. Aber fangen wir am Anfang an. Wir spielen Kenshin vom Clan der Schlangen und kehren in unsere Heimat zurück, wo wir gleich vor Beginn der ersten richtigen Mission uns entscheiden können, entweder den Bauern im Dorf zu helfen, die gerade von Banditen überfallen werden, oder eben diese Banditen dabei zu unterstützen, die Bauern zu plündern. Lauft! Das sind Shinjas Männer! Du bist keiner der Dorfbewohner! Töte ein paar dieser wertlosen Bauern und ich verschaffe dir einen Platz in Shinjas Armee! Hier! Durch diese Wahl entscheiden wir uns für einen der Kampagnenwege. Solche Entscheidungsmöglichkeiten bieten sich einem im Laufe der Kampagne immer wieder. Die Kriegsökonomie im Spiel funktioniert dabei wunderbar einfach. So gibt es gerade mal zwei Ressourcen zum Sammeln, Reis und Wasser. Also schickt man einen Bauern zum Reisernten und einen weiteren zum Sammeln von Wasser aus einem Teich. Ein dritter kann jetzt bei Bedarf noch die Reisfelder wieder mit Wasser versorgen und schon ist ein kompletter Kreislauf geschlossen.
Zum Bau von Gebäuden und Trainieren von Einheiten werden die Ressourcen dann wieder verbraucht. Neue Bauern werden durch den Bau einer Hütte und dem Ablauf von Zeit automatisch generiert. Wobei mit jedem neuen Bauern die Zeitspanne für das Entstehen eines neuen verlängert wird. Wie zu Beginn schon gesagt, kann man maximal 40 von ihnen befehligen, womit jede Einheit von hoher Bedeutung ist. Schicken wir einen von ihnen ins Dojo, wird er zum Lanzenträger. Schicken wir ihn in die Schießanlage, wird er zum Bogenschützen. Simpel. Ein sehr cooler Kniff kommt aber ins Spiel durch die Kombinationsmöglichkeiten. Denn schicken wir den trainierten Lanzenträger in die Bogenschießanlage, wird aus ihm ein mächtiger Nahkämpfer, der zusätzlich über einen magischen Fernangriff verfügt. Echt geil! Nicht zu vergessen bei Battle Realms die Yin- und Yang-Punkte, die sich durch gewonnene Schlachten gewinnen lassen. Diese werden benötigt, um die eigenen Einheiten aufzuwerten. So kann man durch den Einsatz von Yin-Punkten den Speerträgern eine erhöhte Angriffskraft verpassen. Durch dieses System wird offensives Vorgehen belohnt, da man Upgrades nur bekommen kann, wenn man auch kämpft. Wer sich einigelt, sammelt keine Punkte. Gleichzeitig sollte man aber darauf achten, dem Gegner keine leichten Siege zu schenken, da er sonst Punkte für Upgrades sammelt. So sind durch ganz wenige Gameplay-Elemente richtig viele Kombinationen möglich. Aber Battle Realms macht hier nicht Schluss. So gibt es jede Menge einzigartige Heldenfiguren, echtes 3D-Terrain, das sich auch strategisch ausnutzen lässt, indem man zum Beispiel Felskugeln an Abhängen herabrollen lässt oder man setzt Reisfelder und Gebäude in Brand. All diese Mechanismen sorgen für richtig viel Abwechslung bei den Kämpfen. Und durch die geringe Einheitenzahl bleibt aber alles noch so überschaubar, dass es gut spielbar bleibt. Ein richtig schickes Echtzeit-Strategiespiel. Durch die Zwischensequenzen in Spielgrafik wird man in der Singleplayer-Kampagne zudem richtig schön in die Spielwelt gezogen, die im Deutschen auch noch sehr gut vertont wurden. Ihr wisst, wer ich bin. Kenji, der Sohn der Schlange. Und trotzdem habt ihr weitergekämpft. Ich kannte einst einen verängstigten Jungen, der vor seinen Anklägern floh. Ich musste herausfinden, ob er noch immer dieser Junge ist. Wer Battle Realms heute nochmal spielen will, der sollte sich die Neuauflage besorgen, da mit höherer Auflösung und Zoomstufe das Spiel deutlich komfortabler gestaltet wird. Das Original litt wie viele 3D-Echtzeit-Strategiespiele jener Zeit unter einer viel zu nahen Kameraperspektive, worunter die Übersicht sehr zu leiden hatte. Daher, wer es noch nicht gespielt hat, kann es heute wirklich gut noch nachholen. Es lohnt sich definitiv. Setting und Spielmechanik sind so eigenständig, dass man sich diese Spielerfahrung nicht so ohne weiteres woanders abholen kann. Nach einem originellen und modernen Echtzeit-Strategiespiel samt 3D-Grafik zu einer absolut veralteten und zum x-ten Mal neu aufgegossenen Klassiker-Fortsetzung in 2D. Command & Conquer Alarmstufe Rot 2, erschienen am 27.10.2000 und entwickelt von Westwood. Oder, wie damals vielfach in der deutschen Fachpresse genannt, Command & Conquer 4 Alarmstufe Rot 2. Gefechtskontrolle aktiviert. Die sowjetische Marine greift die Freiheitsstatue an. Wir können sie nicht gewähren lassen. Sir, tun Sie doch was. Eintreffende Nachricht. Eigentlich hatte ich mit der Reihe bereits abgeschlossen. Zu groß war meine Enttäuschung damals gewesen, als Tiberian Sun erschienen ist und meine hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Und Alarmstufe Rot 2 ist im Grunde ein Reskin und basiert auf derselben Grafiktechnologie. Womit es schon bei seinem Erscheinen sehr altbacken aussah und sich auch so spielte. In all den Jahren seitdem hat sich daran natürlich nicht viel verändert. Die Steuerung der Einheiten zum Beispiel finde ich im Vergleich zu den damaligen Konkurrenten extrem unhandlich. So verhalten sich die Einheiten einfach immer sehr dumm, wenn man nicht haarklein vorgibt, wen sie angreifen soll. Und das Mission Design ist ebenfalls ziemlich unterwältigend. Ohne großen taktischen Anspruch schickt man seine Truppen über die Karte und die löschen dann schon irgendwie die Feinde aus. Finessenreiche Taktiken oder ein geschickter Einsatz von Spezialfähigkeiten sind nicht notwendig, um auf den Schlachtfeldern zum Erfolg zu kommen. Einheit verloren. Einheit befördert.
Bereit. Einheit verloren. Dafür schafft man die Maps in sehr kurzer Zeit. 10 bis 15 Minuten und auf geht's zur nächsten Karte. Das hat mir jetzt beim Wiederspielen wirklich gut gefallen, weil es sich dadurch flott wegspielt. Wo ich bei anderen Echtzeitstrategiespielen, wie zum Beispiel bei Battle Realms, echt überlegen muss, wie ich meine Einheiten gut positioniere und ausgeglichene Truppenverbände zusammenstelle, gehe hier einfach in die Produktion, baue einen angemessenen Haufen unterschiedlicher Einheiten, ziehe einen Rahmen drumherum und los geht's zum Feind. Und zwischen den Missionen gibt es natürlich die Command & Conquer-typischen Filmszenen mit echten Schauspielern, für die die Reihe zu Recht berühmt geworden ist. Allerdings zeigen sich auch hier Unterschiede zu seinen Vorgängern. So waren die Filmchen ja schon immer sehr trashig. Schließlich hat so ein Computerspielentwickler nicht die Fähigkeiten oder das Budget, um mit professionellen Kino- oder Fernsehproduktionen mitzuhalten. Aber die Macher hatten ihre Filmchen dennoch so ernst genommen, als wenn sie es könnten. Dadurch hatten die Filme einen unfreiwillig komischen Charme, weil sie sich bei all dem Trash so ernst genommen haben. Hier bei Alarmstufe Rot 2 ist aber allen Beteiligten eindeutig klar gewesen, dass es sich um Trash handelt. Das kann immer noch unterhalten, aber die unfreiwillige Komik gefällt mir auch heute besser. Das sind Lügen, Fälschungen. Die GDI tötet keine Kinder. Wo ich Retro-Fans Battle Realms auch heute noch ans Herz legen würde, kann ich eine solche Empfehlung für Alarmstufe Rot 2 nicht aussprechen. Die Trash-Videos kann man sich zum Beispiel auch so auf YouTube angucken und beim Gameplay wird nicht viel Besonderes geboten. Nur wer anspruchslose, klassische Echtzeitstrategie mit Basenbau zum Wohlfühlen sucht, der kann nochmal seinen Retro-Blick drauf werfen. Alle anderen spielen richtige Spiele. Einheit bereit. Einheit verloren. Zum Abschluss dieser Rückblick-Episode der Heilige Gral. GTA 3 von DMA Design erschien am 26.10.2001 für die PlayStation 2. Ich habe meine PlayStation 2 damals gekauft wegen der DVD-Spielerfunktion. Als Spielkonsole hatte sie mich zu Anfang nur sekundär interessiert. Spiele spielt man schließlich am PC, ist doch klar. Und dann erschien aber ein Nachfolger zu einem meiner liebsten PC-Spiele für eben diese, meine neue Konsole. Grand Theft Auto 2 hatte ich wirklich lange und ausgiebig auf dem PC gespielt. Und die Nachricht, GTA 3 würde das offene, actionreiche Spielprinzip von der 2D-Draufsicht in die dritte Dimension transferieren, hat mich ungläubig zurückgelassen. Das war an meinen Ohren technische Science-Fiction. Für mich klang das Vorhaben viel zu ambitioniert. Die Entwickler sollten mal lieber schön beim 2D bleiben. Bei den Echtzeit-Strategiespielen klappt das ja auch nicht so gut mit diesem 3D. Schuster, bleib mal lieber bei deinen Leisten. An dem Vorhaben kann man doch nur scheitern. Aber nun ja, ich hatte ja diese Konsole und auch ein bisschen Geld durch den ersten eigenen Job. Also ab in den nächsten Karstadt und da habe ich mir ohne vorab Testberichte oder sonstige Informationen GTA 3 gekauft, nur um zu sehen, wie das 2D-Spiel wohl in 3D aussehen würde. Und wow, war das geil. Allein die filmische Inszenierung am Anfang, wo unsere Spielfigur Claude verraten wird, wie im Film Payback. Sorry, babe, I'm an ambitious girl. You're just small time. Und dann wird unser Gefangenentransport von Gangstern angehalten, um den mit uns im Wagen befindlichen Gangsterboss zu befreien. Zusätzlich sprengen sie auch noch die Brücke in die Luft, auf der wir uns gerade befinden. Und schon entlässt uns das Spiel in eine komplett offene Spielwelt, in der wir tun und lassen können, was wir wollen. Ein weiterer Gefangener treibt uns an, wir sollen uns den rumstehenden Wagen schnappen und uns davon machen, bevor die Polente auftaucht. Und dann steigen wir tatsächlich per Knopfdruck ins Auto ein, und können einfach so losfahren, wie in einem Rennspiel. Der Wahnsinn! Das ist wirklich einer der ganz großen technischen Meilensteine, die man erlebt haben muss, um heute noch ihre Bedeutung wertschätzen zu können. Gleichzeitig war es für mich der Moment, wo ich zum PlayStation 2-Fan wurde. Dass diese kleine schwarze Kiste neben meinem Videorekorder in der Lage war, solch ein phänomenales Spiel auf meinen Röhrenfernseher zu bringen,
war für mich geradezu unfassbar. Sie zauberte eine echte Stadt auf meinen Bildschirm, in der ich tun und lassen konnte, was ich will. Naja, beinahe. Als ich GTA 3 für diesen Rückblick nochmal eingelegt habe, war mir schon klar, dass es sich nicht mehr so phänomenal anfühlen wird. Viel zu groß waren die Sprünge, die jeder weitere Teil gemacht hat. Tatsächlich finde ich, dass GTA 5 erst das eingelöst hat, was ich damals auf dem Sofa beim Spielen von Teil 3 gespürt hatte. Ehrlich gesagt finde ich es sogar ein wenig erschreckend, dass ein Spiel wie GTA 3, das technisch und spielerisch derart wegweisend gewesen ist, heutzutage mit so viel Verständnis betrachtet werden muss, um seine Großartigkeit noch wertschätzen zu können. Niemand, der einen der Nachfolger gespielt hat, kann GTA 3 einlegen und so richtig Spaß haben, weil einem einfach zu viele Dinge fehlen. So ist die Steuerung zum Beispiel im Großen und Ganzen scheiße. Die Animationen sind viel zu zappelig und abgehakt, Schießen und Zielen funktioniert im Großen und Ganzen gar nicht und die Autos fahren sich wie Badewannen. Das Schlimmste aus meiner Sicht ist aber die Haltbarkeit der Fahrzeuge. Schon nach 5 bis 6 Berührungen fangen die an zu qualmen und kurz darauf fliegen sie schon in die Luft. Das hatte ich so wirklich nicht mehr in Erinnerung. Dadurch hat das Spiel vor allem einen verdammt hohen Schwierigkeitsgrad. Weil man nicht wie in späteren Teilen einfach mal mit Vollgas durch die City fährt, sondern echt aufpassen muss, um mit seinem Gefährt halbwegs heil am Ziel anzukommen. Und Verfolgungsjagden sind dadurch ruckzuck vorbei, weil einem ständig das Auto unterm Arsch explodiert. Auch die Zwischensequenzen zu den Missionen sind längst nicht so ausgefeilt wie in den späteren Teilen. Gerade der stumme Hauptcharakter Claude ist einfach nur langweilig. Aber eben nur im Vergleich. Als das Spiel rausgekommen ist, gab es kein Spiel wie GTA 3. Alle Kritikpunkte ergeben sich nur aus heutiger Sicht und im Vergleich zu seinen eigenen Nachfolgern. Daher muss man aus meiner Sicht GTA 3 heute nicht mehr spielen. Es sei denn, man ist an Gaming-Historie interessiert. Für eine kleine Nostalgie-Stadtrundfahrt war es für mich aber okay. So erinnert sich bestimmt jeder noch an den Banji im Autohaus beim Schrottplatz. Aber vom Gameplay her macht es mir heute nicht mehr so viel Spaß. Um die volle Faszination von GTA 3 zu verstehen, muss man dabei gewesen sein. Ich war es und deswegen wird der dritte Teil auch immer einen Platz in meinem Zockerherzen haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Das war nun schon die dritte Episode des Pass Gaming Podcasts, wo ich zurückblicke auf meine Videospielsammlung. Diesmal auf den Dezember 2001. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen und meinen Podcast weiterempfehlen, um mich zu unterstützen. Über Feedback jeder Art würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Dann hören wir uns auch im nächsten Monat wieder.